So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog. Und diesmal soll es um diese kleine Handycam gehen, oder auch Actioncam genannt, Sony FDR X3000R. Die habe ich mir besorgt. Das R steht für nichts anderes, als dass das mit einem Remote-Kit daherkommt. Also das ist diese Kit-Beschreibung. Und hier sieht man das Ganze auch schon mit dem wasserfesten Gehäuse. Das habe ich jetzt nicht rausgeholt. Dort war die Kamera drin. Da kann man sie also einfach so reinschieben und dann hat man wasserfestes Gehäuse. Aber das Gehäuse hier selber ist auch schon zumindest Spritzwasser geschützt. Das heißt, wenn ihr dann mal kurz Spritzwasser geschützt, das ist im Grunde genommen wie so eine Uhr, habt ihr die Möglichkeit, das einfach mal ins Wasser mal kurz unterzutauchen. Aber nicht tauchen richtig damit gehen, sondern tatsächlich, das ist nur was für die Dusche vielleicht, wenn ihr da, vielleicht mache ich den nächsten Vlog in Dusch, während ich dusche. Naja, wer will das gerne sehen? Ich glaube nicht. Okay, also das ist die Kamera selber. Schauen wir uns gleich nochmal an. Dazu kommt noch so ein Remote, also eine Fernbedienung. Die kann, weil sie halt hier verschiedene Anschlüsse hat, wenn ich mal sehen kann. Vielleicht funktioniert der Fokus auch. Schön. Fokus. Mach was. Auf jeden Fall hat die Möglichkeit hier, sieht man es vielleicht angedeutet, die Möglichkeit, das einzuklippen in verschiedene kompatible Geräte. Und so ein Gerät ist so einfach so ein Armband, so kann man das als Uhr tragen. Ist natürlich aber so Smartwatch-größenmäßig, aber durchaus zu gebrauchen, weil eben das hier auch die Möglichkeit gibt, euch das Bild zu sehen von der FDR X3000, weil sie selber hat nur so ein kleines, mickriges LCD-Display hier und dieses LCD-Display, der Fokus kommt langsam, aber sicher, er kommt. Komm schon, Fokus, fokussiere, da. Also dieses kleine, mickrige LCD-Display hat dann eben auch die Möglichkeit, nur schwarz-weiß was darzustellen. Ich mache die Kamera mal an, dann sieht man hier so ein bisschen, wenn ich es gegen die Sonne halte, schwarz-weiß Display-Darstellung. Es gibt nur drei Tasten, das ist die Menü-Taste, dann hier Rauf- und Runter-Taste, mit der man sich dann halt durch die Menüs navigieren kann. Das war es dann im Grunde genommen auch schon. Ganz oben haben wir noch eine Aufnahmetaste, die rote, die aber auch als Enter-Taste dient für die Menüs und eben den An- und Ausschaltknopf. Und ansonsten haben wir vorne noch das Stereo-Mikrofon mit den zwei Löchern, das ordentliche Aufnahmen machen sollte. Und hier ist das Batteriefach, da stehen, seht ihr, Sony-Logo, Carl Zeiss-Logo, weil die Linse von Carl Zeiss kommt. Und hier hinter befindet sich das Fach, was man hier locken kann oder auch öffnen kann. Und dann kann man ganz einfach hier mit einem Fingernagel rein und dann kann man hier den Akku tauschen. Das ist also die Möglichkeit, die hier besteht. Ich habe den Akku jetzt reingesetzt. Ihr seht hier auch, das alles mit Gummis festgemacht und hat überall auch noch Gummiverkleidung, eine leichte, die halt eben dafür sorgen sollte, dass das Ganze tatsächlich spritzwassergeschützt ist oder zumindest mal in die Dusche mitnehmen könnt, ohne dass es da Probleme gibt oder im Regen benutzen könnt oder im Matsch oder sowas. Dafür ist so ein Actioncam da. So, damit kann man es locken wieder. Und hier auf der anderen Seite befindet sich eine Tür für weitere Anschlussmöglichkeiten. Und hier sehen wir von unten nach oben ein Mikrofoneingang, ein Micro-USB-Anschluss und ein Mini-HDMI-Anschluss oder Micro-HDMI, glaube ich, heißt das Ganze. Also wo man das Ganze auch per HDMI anschließen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das auf meinem Fernseher funktioniert, aber es wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn das gehen würde, auch fürs Livestreaming oder sowas sicherlich gut geeignet. Ja, und das ist im Grunde genommen schon alles, was diese kleine Kamera so an Features bietet. 4K Videoaufnahmefunktion hat sie bei 30 Bildern pro Sekunde und ich glaube 30 Bilder pro Sekunde, ansonsten 60 Bilder Full HD Auflösung, 4K bei 100 Mbit pro Sekunde. Weshalb habe ich mir das Ganze geholt? Ich habe ja schon gesagt, ich war so ein bisschen enttäuscht von den Fujifilm, von meiner Fujifilm X-T20 mit den 10 Minuten Aufnahmezeit in 4K und dann auch nur 15 Minuten bei Full HD. Und manchmal habe ich so Tendenzen, etwas länger zu labern. Gerade bei solchen Vlogs labere ich doch meistens etwas länger.
Und ja, da macht es doch Sinn, wenn ich eventuell ein Gerät habe. Und dazu habe ich mir erstmal einen Camcorder gedacht. Aber Camcorder sind so schweineteuer. Und dann haben sie, auch wenn sie so schweineteuer sind, keine Bildstabilisierung. Und dieses Teil hier kostet etwa 400 €, je nachdem, welches Kit ihr euch besorgt. Es gibt, also ich habe es mit der Remote-Zeugs das besorgt. Es gibt das natürlich auch billiger ohne Remote. Da kriegt ihr nur die Kamera. Und weitere Kits. Achso, eine Sache, ich bin ja wieder komplett vom Häuschen nicht gezeigt habe, ist natürlich unten habt ihr neben einem Tripod-Anschluss mit einer Auskerbung für die Sprungfeder, die normalerweise bei Tripod-Halterungen vielleicht was hilft, auch noch die Möglichkeit natürlich dann die Speicherkarte einzulegen. Hier habe ich jetzt schon eine MicroSD-Karte eingelegt, also das Ganze nimmt MicroSD-Karten an, womit ihr dann die Aufnahme dann auch starten könnt. Ansonsten kann man ja schlecht was aufnehmen, wenn es keinen Speicher gibt, ne? Also damit wird dann auch was aufgenommen und wisst ihr was? Ich werde einfach mal das Teil anschalten und loslegen mit dem Vloggen und werde dann auch zu den Stereo-Lautsprechern wechseln und dann bin ich mal gespannt, was wir dann hören werden von der Kamera. Ich nehme auf in 25p und zwar Full HD. Und ich muss noch mal ins Menü schauen. Es kann sein, dass ich hier, also das Menü ist wirklich fiddlig. Hier sehen wir vielleicht das Menü, wenn die Kamera scharf stellt, was immer ein bisschen was dauert. Ja. Also hier kann man auf jeden Fall durchs Menü navigieren. Das seht ihr so ein bisschen. Und mit der Aufnahmetaste dann in die einzelnen Optionen reingehen. Und das, was ich jetzt hier mache, ist nochmal überprüfen, was so die Optionen sind. Es gibt Szenen, die man auswählen kann. Es gibt einen Weißabgleich, den man machen kann. Nee, nicht einen Weißabgleich, sondern eine Belichtungskorrektur. Weißabgleich kann man auch machen. Steht momentan auf automatisch. Man kann aber auch Kelvin eingeben oder man kann einen manuellen Weißabgleich machen. Das ist auch eine sehr nette Geschichte. Und also was mir fehlt, ist so ein Zurück-Button. Da muss man immer ins Menü nach unten gehen und dann findet man den Zurück-Knopf und muss dann mit der Enter-Taste bestätigen, um in ein Menü zurückzugehen. Das ist ein bisschen fiddelig. Ein Profil für Farben kann man auswählen von natürlich und Vivid gibt es hier die Auswahl. Also eben sehr kraftvoll. Mikrofon kann man ein- und ausschalten. Und man kann auch natürlich das Format umstellen. Ich habe jetzt MP4 eingestellt, das ist glaube ich das Standardformat, was hier auch eingestellt ist. Und dann kann man halt eben nur 1080p 25 oder 50 Bilder aufnehmen. Das ist also die Möglichkeit, die hier besteht. Und natürlich 720p 25 Bilder pro Sekunde. 720p 100 Bilder pro Sekunde. Wer also Slow Motion machen möchte, kann das hier auch machen. Und bei 480p, ja, das ist schon Gewalt, aber da kann man 200 Bilder pro Sekunde aufnehmen, was sicherlich auch dem einen oder anderen für Slow Motion sehr interessant sein könnte. Ansonsten kann man das Format von MP4 auch auf XAVC umstellen, das Sony-eigene Format, was ja Sony auch bei ihren Kameras einsetzt. Und dort gibt es halt eben ein Format für Full HD oder für HD und ein für 4K. Und wenn man dann ins 4K-Format geht, gibt es hier halt eben die Möglichkeit, 2160 als Auflösung zu benutzen. Ist das 4K? Überlege ich gerade. Kann sein, dass das UHD ist. 25 Bilder pro Sekunde bei 16 Mbit pro Sekunde als Bitrate oder man kann sogar auf 100 Mbit pro Sekunde hochgehen. So, aber ich will, weil ich den Rest hier auch für 4K Full HD aufgenommen habe, auch erstmal in Full HD wieder wechseln, bei 25 Bildern pro Sekunde aufnehmen und kann jetzt noch auswählen, ob ich hier gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. So vielleicht, wenn die Kamera jetzt fokussiert. Da gibt es drei Möglichkeiten zur Auswahl. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Drei Möglichkeiten: weitwinklig, mittig oder ganz nah heran. Da wird also in den Sensor hineingecroppt. Und ich lasse es mal sehr weitwinklig. Mal gucken, was dann passiert. Und gehe dann nochmal jetzt zurück und starte einfach mal die Aufnahme. Halt das so quasi vor mir in der Hand und jetzt sehe ich es auch überall blinken vorne.
Hinten seht ihr es wahrscheinlich auch rot blinken, da wisst ihr, okay, es wird alles aufgenommen. Und jetzt kann ich im Grunde genommen Hallo sagen, und zwar mit dieser Kamera, nämlich der Sony FDR X3000. Ich kann mich nicht so wirklich hier bewegen, weil ihr seht, ich bin am Kabel irgendwie festgebunden an meiner Kamera, aber ja, zumindest das funktioniert doch einigermaßen gut, und ich so merke so ein bisschen, ich gebe keinen Spiegel hier drin, aber ich merke so ein bisschen, ich glaube, ich muss meine Haare wieder mal waschen. Sie sehen so ein bisschen dämlich aus. Vielleicht auch zum Friseur gehen, vielleicht kann er da was zaubern. Nun ja, das ist das, worüber man bei so Vlogs wahrscheinlich labert und redet. Und ja, links und rechts, dann könnt ihr so ein bisschen sehen. Und ich dann auch selber sehe, wie groß dann tatsächlich der Spielraum dieser Kamera ist, wie viel dann hier gezeigt wird von meinem wunderschönen Apartment, von meiner wunderschönen Wohnung, dann hier alles noch gezeigt wird. Ich kann vielleicht nochmal zeigen, das ist das, was mitgeliefert worden ist, das nicht. Das schieben wir mal weg, aber das ist hier zum Beispiel dieser die Fernbedienung, und die kann ich jetzt hier anmachen. Und wenn ich sie, ach so, dann muss ich natürlich einen Anschaltknopf drücken. Wenn ich sie anmache, sollte sie sich auch mit der Kamera verbinden. Und jetzt ist die Frage, zeigt die mir dann jetzt das Bild auch an, was ich hier gerade aufnehme? Oder beendet sie dann eventuell die Aufnahme? Die Aufnahme läuft noch, und ich sehe jetzt mein Bild hier auch. Und ihr seht es vielleicht auch Inception-mäßig. Und da sehe ich alle Einstellungsmöglichkeiten. Ich sehe, es verbunden ist. Ich sehe, wie viel Zeit ich noch habe. Und jetzt ist es ausgegangen. Funktion. Aber was ich gehört habe, was man machen kann, ist, man kann reinzoomen, theoretisch. Weiß gar nicht, ob das funktioniert. Während der Aufnahme reinzoomen mit diesen Tasten hier. Ich drück mal drauf. Es ist die Aufnahme gestoppt. Es war wohl keine gute Idee. Versuchen wir doch mal die Aufnahme zu starten. Mit dem Remote Control hier. Der Remote Control ist vielleicht abgestürzt sogar. Ganz, ganz seltsam. Jetzt, die Sonne blendet mich jetzt auch. Sie scheint aber komplett ins Gesicht, und ich glaube, die Kamera hat auch Probleme, hier richtig was zu fokussieren. Nun ja, so. So, jetzt habe ich die Aufnahme hier mit diesem Knopf gestartet, und ihr seht jetzt hier, ich kann ein bisschen was rumwackeln. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich wackele so ein bisschen rum, und die Aufnahme bleibt im Grunde genommen relativ stabil. Nun ja, das ist also dieser Karton mit dem Wassergehäuse. Da gibt es natürlich ein Kabel noch mit an Bord, um das Ganze aufzuladen. Die ganzen beiden Geräte werden per Micro-USB aufgeladen. Dazu gibt es hier keinen Anschluss, und es gibt eine Ladeschale, wo man es reinstecken muss. Die hat einen Micro-USB-Anschluss. Ansonsten kann ich das hier nochmal rausfummeln, und ihr seht das eventuell dann auch. Na, kommt schon. Mit einer Hand und hier festhalten, natürlich blöd. Legen wir es einfach mal hin, ist ja Weitwinkel. Und ihr wolltet mal die pure. Es ist umgefallen. Es ist die Kamera umgefallen, egal. Ihr wollt die pure Experience. Jetzt kriegt ihr die Auspack-Experience pur. So, also das ist das Gehäuse. Das kann ich jetzt auch nochmal, wenn ich das sowieso schon rausgeholt habe, kann ich euch zeigen, wie das dann aussieht, indem ich das Teil hier einfach raushole. Und so sieht das Gehäuse also aus. Es hat also auch die Möglichkeit, hier mit den Knöpfen das Ganze dann weiterhin zu bedienen. Und natürlich auch oben hat es Aufnahmeknopf, einen Lockknopf und den An- und Ausschaltknopf, die weitergereicht werden einfach. Das ist also sehr schön. Und es gibt natürlich hier auch sehr, sehr viel Lesematerial noch, was da mit drin ist. Und da haben wir den USB-Kabel, mit dem kann man das ganze Teil aufladen. Es gibt kein Netzteil, was dabei liegt. Was gibt es hier noch? Das ist das Armband. Kann ich vielleicht auch nochmal hier zeigen. Das ist das Armband. Da kann man das also festklippen. Weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und es gibt hier noch einen Clip für, was weiß ich, wofür es gedacht ist, irgendwo festzuklippen, Action-Kamera-mäßig, irgendwo an einem Gürtel oder was, ich weiß es nicht. Und es gibt natürlich auch noch hier noch ein weiterer Clip, um eben das Aufnahmeteil, diesen Monitor, da reinzuklippen und dann an einen Stativ zu packen, beispielsweise. Hier ist auf jeden Fall Stativgewinde dran. Und ansonsten, was seht ihr da drin? Eine ganze Menge Papierkram, das da so ein bisschen reingedrückt ist in verschiedenen Sprachen. Wahrscheinlich die Bedienung. War zu faul, das überhaupt auszupacken. Das ist wahrscheinlich die Bedienungsanleitung, die da einem noch ein bisschen was mehr erklärt. Ja,
Das sind also so die Sachen, die da mitgeliefert werden. Und jetzt kann ich, glaube ich, die Aufnahme stoppen. Dazu drücke ich wieder den roten Knopf, dann ist sie gestoppt. Und dann kann ich mir die Aufnahme hier auf dem Monitor auch ansehen. Ne, wahrscheinlich nicht, aber es zeigt auf jeden Fall jetzt ein Live-Bild wieder an. Und naja, das ist im Grunde genommen alles, was ich so sehen kann mit dieser Aufnahmefunktion. Das war es auch schon für diese Aufnahme mit, oder dieses Take rund um das Sony FDR X3000. Ich werde jetzt das Teil natürlich ein bisschen was mehr austesten, ausprobieren. Ich werde vielleicht auch schon mal ein paar erste Vlogs damit machen, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze so dann auch aussieht, neben dem hier, was ich jetzt hier schnell aufgenommen habe. Und ja, das war's für diesen Tech-Review-Log. Ihr habt gemerkt, ein bisschen was länger als sonst. Warum das so ist, komme später irgendwann mal zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.